Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Book of Unwritten Tales 2. Den ersten Gott konnten wir schon in der letzten Folge überzeugen, jetzt heißt es den nächsten Gott. Und ich hoffe, das wird nicht so lange dauern. Ich hoffe, ihr kriegt zwei Götter in einer Folge unter, weil die Götter sind ein bisschen anstrengend. Okay, Gott des Humors. Huhu! Oh, junger Freund, willst du einen Witz hören? Du bist so gut drauf, du hilfst mir doch bestimmt, ohne dass ich etwas für dich tun muss, oder? Du bist so gut drauf. Du hilfst mir doch bestimmt so, auf die Insel zu kommen, oder? Oh, Komiker haben eine düstere Seite. Es ist nicht einfach, alle Welt zum Lachen zu bringen. Was weißt du schon davon? Ich bin der Gott des Humors. Ich habe das Tete, Tete, Tete erfunden. Nur damit die Leute wissen, wann sie lachen müssen. Ach ja? Zwei Kannibalen verspeisen einen Clown. Sagt der eine, der schmeckt aber komisch. Na, na? Der war neu. Siehst du, es ist ein hartes Geschäft, die Leute von den Sitzen zu hauen. Euch ist das allen nur nicht bewusst, weil ihr es nie selber ausprobiert habt. Hey, das ist es! Das ist meine Aufgabe für dich, Sterblicher. Bring mich zum Lachen. Ich soll dir einen Witz erzählen? Der so witzig ist, dass ich aus tiefstem Herzen lachen muss. Es muss ein Brüller sein. Ah, warten wir mal. Ich muss weiter. Dann versuchen wir es mal. Vielleicht können wir die anderen ja helfen. Okay, aber ich habe eine Idee. Ich frage erstmal Ivo, ob sie ein paar Witze kennt. Ivo? Ivo? Was gibt's? Moment. Es gibt unter der Stadt einen Tempel, der einer bösen Gottheit geweiht ist. Wusstest du, dass es unter der Stadt einen Tempel gibt? Er ist einer bösen Gottheit namens der Namenlose geweiht. Also, so heißt er natürlich nicht. Er hat einen Namen. Und der ist nicht der Namenlose, aber... Ich kenne die Legenden. Aber von was für einem Tempel sprichst du? Da gab es Leute, die den Namenlosen verehrt haben. Vielleicht wollten sie ihn auch zurück in diese Welt holen. Sie haben einen Tempel mit einer Maschine gebaut. Dort hat Remy damals den Zauberstab gefunden. Ich bin mir fast sicher. Dann solltest du dir den Tempel aus der Nähe ansehen. Ich arbeite daran. Ich habe Remis Verkleinerungsring gefunden. Ich habe Remis Verkleinerungsring gefunden. Damit komme ich durch die Rohre zurück in die Schule. Sehr gut. Das dürfte uns weiterhelfen. Kennst du gute Witze, Ivo? Kennst du gute Witze, Ivo? Willst du mich veräppeln? Willst du mich veräppeln, natürlich kenne ich gute Witze, oder willst du mich veräppeln, woher soll ich gute Witze kennen? Willst du mich veräppeln, warum bei den Göttern willst du von mir Witze hören? Es geht tatsächlich um die Götter, oder um einen. Kannst du dich mal umhören? Ich brauche einen richtig guten Witz, der eine Götterstatue zum Lachen bringt. Natürlich. Danke. Ich muss weiter. Lass dich nicht erwischen. Mach's gut, halt die Ohren steif. Dann wechseln wir jetzt mal zu Ivo, damit sie sich umhören kann. Wir fangen unten bei den Ogern an. Fangen wir mit ihm an. Hallo, Zloff. Grump? Prinzessin Ivo? Ich würde gerne einen Witz hören. Es kommt euch vielleicht seltsam vor, aber... Könnt ihr mir einen Witz erzählen? Warum seltsam? In Zeiten größter Not kann ein Witz die Moral heben. Keine Witz, keine Witz. Oh, Grump, deine Witze sind immer so anzüglich. Deswegen gute Witze. Seit hunderten Jahren tun sich im Park zwei Statuen gegenüberstehen. Eine sei ein junger Mann, andere sei eine junge Frau. Und beide seien nackig. Und da wären wir wieder. Da ein Gott erscheinen. Er sagen, ich erfüllen euch größten Wunsch. Ihr beiden dürfen verlassen Sockel für eine Stunde.
Beide schnell verschwinden in Gebüsch. Rascheln, flüstern, kichern. Haben noch 10 Minuten, Mann Japsen. Darauf sie, gut, dann du jetzt halten die Tauben fest und ich scheißen drauf. Aber Prinzessin. Entschuldigung. Kennen Sie vielleicht noch einen Witz? Habt ihr noch einen Witz für mich? Kenne noch viele Witze mit nackigen Leuten. Die Prinzessin möchte das nicht hören. Außerdem warst du schon dran. Jetzt erzähle ich einen richtigen Witz. Die Stadtwache fragt den Magierkopf eines zweiköpfigen Ogers. Sie leugnen also, auf dem Kopf ihres Bruders einen Zaunpfahl entzweigeschlagen zu haben? Daraufhin der Oger: Das kann ich nicht leugnen, aber es ist nicht mit Absicht geschehen. Sie wollten ihn also nicht treffen. Schon, aber ich wollte dabei nicht den Zaunpfahl zerbrechen. Nicht finden sehr witzig. Natürlich ist er witzig. Danke für den Witz, Loff. Ich werde ihn mir merken. Siehst du? Danke für das Gespräch. Sie waren wie ein Licht in dunkler Nacht, Prinzessin. Oh, also ich finde, ich muss sagen, Sloth ist richtig nett. Er ist sehr höflich. Das finde ich super. So, dann reden wir jetzt mal mit den Zombies. Hallo, ihr beiden. Oh, hallo. Kennt ihr zufällig einen guten Witz? Fragt nicht wieso, aber Wilbur braucht anscheinend ein paar gute Witze. Kennt ihr welche? Aber klar. Nach der Untersuchung fragt der Patient: Meister Medikus, können Sie mir helfen? Daraufhin der Medikus: Sicher, ich verschreibe Ihnen ein paar Moorbäder. Und die helfen? Klar, dann gewöhnen Sie sich schon mal an die feuchte Erde. Ich erinnere mich noch an die feuchte Erde. Eine Zeit lang dachte ich, hättest du dich doch bloß einäschern lassen. Okay, danke. Ich muss weiter. Tschüss, ihr zwei. Bis dann. Dann erzähl jetzt mal Wilbo die Witze. Vielleicht kann er was damit anfangen. Wilbo? Ja? Ich habe da einen Witz von einem Patienten und Arzt gehört. Ich habe da einen Witz mit einem Patienten und einem Arzt gehört. Sowas gibt es? Erzähl. Nach der Untersuchung fragt der Patient: Herr Doktor, können Sie mir helfen? Daraufhin der Doktor: Sicher, ich verschreibe Ihnen ein paar Moorbäder. Und die helfen? Klar, dann gewöhnen Sie sich schon mal an die feuchte Erde. Ist das ein guter Witz? Weiß nicht. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Grump hat mir einen Witz erzählt. Der ist eher deftig. Vielleicht mag der Gott des Humors sowas. Erzähl! Seit Hunderten von Jahren stehen sich im Park 2 Statuen gegenüber. Ein junger Mann und eine junge Frau, beide nackt. Da erscheint eines Tages ein Gott und erfüllt den beiden ihren größten Wunsch. Sie dürfen für eine Stunde ihre Sockel verlassen. Sofort verschwinden die beiden im Gebüsch. Rascheln, flüstern, kichern. Wir haben noch 10 Minuten, japst er schließlich. Darauf sie? Gut, dann hältst du jetzt die Tauben fest und ich scheiße drauf. Der ist gut. Er hat was mit Göttern und Statuen zu tun. Da steht ein ausgewachsener Troll mit Breitaxt in der Eingangshalle der Schule und lässt mich nicht ins Lehrerzimmer. Gibt es noch einen anderen Weg in die Schule? Wenn wir Kaminreisepulver hätten, könntest du über den Kamin ins Lehrerzimmer kommen. Kamin? Ich bin mir ziemlich sicher, dass da kein Kamin war. Vermutlich ist er jetzt ein Puppenhaus oder etwas in der Art. Vielleicht ist der Kamin in der Bibliothek noch in Ordnung. Ein Versuch ist es wert. Fehlt nur noch das Kaminreisepulver. Das steht beim Direktor auf dem Schreibtisch. Womit wir wieder beim Anfang unseres Problems wären. Nicht ganz. Ich schätze, ich kann dir etwas von dem Pulver besorgen. Ausgezeichnet. Tu das. Das war erst mal alles. Bis später. Okay, dann wechseln wir auf Februar. So, wo kann ich das verlassen hier? Da. Fragen wir erstmal Ethel nach, danach. Nach Witzen. Ich habe sie hier rückwärts gemacht, weil
Wenn ich es rückwärts mache, ist es besser, wenn ich es vorwärts mache. Dann muss ich nämlich den ganzen Weg mit Ivo wieder zurücklaufen. Hi, Ethel. Er schleicht sich noch immer so an. Natürlich. Frag nicht wieso, aber du musst mir einen guten Witz erzählen. Treffen sich zwei Kohlenstoffe. Sagt der eine, hi. Sagt der andere, ey, geh weg, du bist ja substituiert. Komm schon, erzähl mir einen Witz. Das, war einer. Alter Alchemistenwitz. Verstehe ich nicht. Wenn du nicht Teil der Lösung bist, dann bist du Teil des Kondensats. Du musst mich deswegen nicht beleidigen. Ich meine es todernst. Ich brauche einen Witz. Deine Mutter ist so hässlich. Nicht mal Flur würde sich mit ihr verbinden. Jetzt beleidigst du auch noch meine Mutter? Ich will doch nur einen Witz von dir hören. Etwas wie, sagt der Kannibalenkoch zum Gefangenen, pfeifen Sie bitte, wenn das Wasser kocht? Ja, sowas. Solche Witze kenne ich nicht. Na gut. Dann nehme ich den mit dem Kohlendings. Okay. Ich muss mich auf den Weg machen, Ethel. Wenn du Eintopf willst, weißt du, wo du mich finden kannst. Nein, ich will keinen Eintopf. Und Witze erzählen kannst du auch nicht wirklich. Obwohl, du kannst es, aber du machst es irgendwie sehr seltsam. Haben wir jetzt noch den letzten, den Timmy. Hör zu, Timmy. Ja? Ich habe Ring gefunden. Hör mal, Timmy. Ich habe den Verkleinerungsring von deinem Onkel gefunden. Den legt er nie ab. Er lag am Rand dieses verdächtig aussehenden Sees. Vielleicht wollte er, dass du ihn bekommst. Das glaube ich nicht. Er konnte doch nicht wissen, dass ich ihm folgen würde. Natürlich wusste er das. Du würdest deinen Freund nicht im Stich lassen. Außer dir wussten das alle. Das ist sehr nett. Da unten gibt es einen dunklen See mit einer Insel in der Mitte. Auf der Insel stehen die Ruinen eines Tempels. Ich bin mir ziemlich sicher, dein Onkel ist dort. Hast du denn nicht nachgeguckt? Würde ich gerne, aber ich weiß nicht, wie ich über den See kommen kann. Das Wasser sieht verdächtig aus und die Götterstatuen sagen, kein Boot oder Floß könne den See überqueren. Wie ist Onkel Remy denn auf die Insel gekommen? Ich schätze, er kennt das Geheimnis, wie man den See heil überqueren kann. Keine Sorge, ich werde den Trick auch bald erfahren. Kennst du gute Witze, Timmy? Kennst du gute Witze, Timmy? Ist das wirklich die richtige Zeit dafür? Ich brauche einen guten Witz, um deinen Onkel aus dem Tempel zu retten. Ist eine lange Geschichte. Einer fällt mir ein. Warum trinken wir Ratten abends keinen Alkohol? Damit wir morgens nicht mit einem Kater aufwachen. Nicht schlecht. Es ist witzig, weil es wahr ist. Ich mach mich wieder ans Werk. Du schaffst das. So, wir haben alle Witze gehört. Auf zum Gott des Humors. Bringen wir ihn zum Lachen. Auch wenn ich die Witze nicht wirklich toll finde. Huhu. Oh, junger Freund, willst du einen Witz hören? Ich habe ja selber welche. Ich kenne einen Witz mit Statuen und Göttern. Der muss dir gefallen. Ich kenne einen Witz mit Statuen und Göttern. Der muss dir einfach gefallen. Oh, das klingt gut. Seit Hunderten von Jahren stehen sich im Park zwei Statuen gegenüber. Ein junger Mann und eine junge Frau. Beide nackt. Da erscheint eines Tages ein Gott und erfüllt den beiden ihren größten Wunsch. Sie dürfen für eine Stunde ihre Sockel verlassen. Sofort verschwinden die beiden im Gebüsch. Rascheln, flüstern, kichern. Wir haben noch 10 Minuten, japst er schließlich. Darauf sie, gut, dann hältst du jetzt die Tauben fest und ich scheiße drauf. Der ist ja grauenhaft. So vorhersehbar, so unelegant, so... Ich fand ihn sehr witzig. Ich auch. Was wieder einmal beweist, wie wenig Ahnung ihr habt. Nein, ich habe nicht gelacht. Ich kenne einen Witz mit einem Arzt. Ich habe einen Witz. Schieß los. Es ist ein Witz mit einem Arzt und seinem Patienten. Ich glaube, es ist der einzige seiner Art.
Nach der Untersuchung fragt der Patient: Herr Doktor, können Sie mir helfen? Daraufhin der Doktor: Sicher, ich verschreibe Ihnen ein paar Moorbäder. Und die helfen? Klar, dann gewöhnen Sie sich schon mal an die feuchte Erde. Oh! Der war ja noch schlimmer als der erste. Komm schon, der war gut. Na klar, was weiß der Gott des Humors schon über Witze? Hast du mich lachen sehen? Nein! Gott, ich habe einen Witz. Warum trinken Ratten abends keinen Alkohol? Ich habe noch einen Witz. Na, mal sehen, ob der mehr taugt. Einen habe ich noch. Am besten bringen wir es schnell hinter uns. Warum trinken Ratten abends keinen Alkohol? Damit sie morgens nicht mit einem Kater aufwachen. Oh! Nicht einmal ein müdes Lächeln bringst du bei den Leuten damit zum Vorschein. Aber... Bei Leuten mit Humor. Von denen gibt es nur einen hier. Und der hat nicht gelacht. Gott. Andere lachen, du nicht. Also machst du was falsch. Also, ich fand meine Witze gut. Und die anderen haben gelacht. Das ist aber nun mal nicht relevant. Ich muss lachen. Aber du scheinst immer nur über deine eigenen Witze zu lachen. Weil es nun mal die besten sind. Aber das ist doch... Moment. Warte mal, warte mal. Zwei Kannibalen. Zwei Kannibalen verspeisen einen Clown. Und was sagt der eine? Der schmeckt aber komisch. Der schmeckt aber komisch. Der schmeckt aber, weil er ein Clown ist. Das war ein guter Witz, mein kleiner Freund. Du hast mich zum Lachen gebracht, also werde ich dir helfen. Damit habe ich zwei Götter in der Tasche. Gut, dann wollen wir jetzt mal die Göttin der schönen Künste befragen, was sie möchte. Hi. Hallo, junger Freund. Und was soll ich tun, um deine Gunst zu erlangen? Kannst du tanzen? Klar. Okay, meine erste Forderung, hör auf. Und mach das nie wieder. Malerei, Bildhauerei, Musik, wie sieht es damit aus? Tanzen kann ich am besten. Gut, dann überlassen wir die Kunst lieber den Profis, wie mir. Ich würde gerne wieder singen, aber ich weiß einfach nicht mehr, wie die Töne klingen. Besorg mir eine Stimmgabel oder etwas in der Art. Wenn ich die Töne höre, wird mir schon wieder alles einfallen. Eine Stimmgabel. Ich muss weiter. Gehe und erschaffe etwas. Das mache ich, keine Sorge. Aber erstmal klicke ich das Seil hoch. Dann hoffe ich, dass das jetzt klappt, was ich machen muss. Mit dem Verkleinerungsring von Remy müsste es gehen. Wow. Wo sind wir denn hier gelandet? Wow. Na, wollen wir mal anfangen. Vieles hier ist aus diesem glatten, glänzenden Material. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich finde es ein bisschen unheimlich. Dieser Puppe zum Beispiel möchte ich nicht im Dunkeln begegnen. Die Puppe hat einen Ring am Rücken. Ob man... Nicht schon wieder. Ich hab Kacke gemacht. Wollen wir ein Lied singen? Ach so. Professor Wetterquarz? Oh, es ist nicht, wonach es aussieht. Dann versuchen Sie also nicht, den Frosch zu befreien. Nein.
Nein. Es ist wohltuend, eine so schlechte Lüge zu hören. Von denen gab es hier in letzter Zeit wenige. Dann wollen Sie nicht um Hilfe rufen? Es wäre meine Pflicht. Warum arbeiten Sie für Ihre Achtsvorsitzende? Wissen Sie nicht, was sie tut? Wie können Sie nur für Van Buren arbeiten? Wissen Sie denn nicht, was sie dieser Stadt und den Leuten antut? Es ist nicht an mir, über Ihre Politik zu urteilen. Ich bin nur ein einfacher Beamter, der seiner Vorgesetzten gehorchen muss, egal was sie tut. Auch wenn sie völlig übergeschnappt ist? Nach dem Tod des Erzmagiers ist Sybil van Buren meine neue Dienstherrin und es ist meine Pflicht, ihr treu zu dienen. Okay, ich habe den Erzmagier nicht verwandelt, wissen Sie? Ich habe den Erzmagier nicht verwandelt. Ich hoffe, das wissen Sie. Natürlich weiß ich das. Allein die Idee ist... Erzmagier Alistair war Professor Doktor der Magie. Sie sind nur Diplom-Magier. Und noch nicht mal ein echter Lehrer. Es ist völlig unglaubwürdig, dass jemand wie Sie jemanden wie den Erzmagier in einem Duell besiegen könnte. Danke. Es war Chantal van Buren. Sie hat ihn mit diesem verfluchten Zauberstab verzaubert, so wie alles andere auch, oder? So ist es. Wie macht sie das bloß? Ein kleines Mädchen kann doch unmöglich diese Macht besitzen. Wir glauben, dass... Halt, ich will es gar nicht wissen. Ich bin ein loyaler Beamter. Ich arbeite für die Ratsvorsitzende. Je weniger Wissen ich vor ihr verbergen muss, desto besser. Kommen Sie schon, Direktor Bloch, helfen Sie uns. Bitte, Herr Direktor, Sie könnten viel Gutes tun. Sie könnten zum Beispiel damit anfangen, dass Sie die Ketten vom Einmachglas lösen. Meine Herrin hintergehen? Niemals. Allerdings, nun, es wäre Zeit, Feierabend zu machen. Ich werde die Tür verriegeln und den Wachtroll zur Wachsamkeit ermahnen. Nur, dass ich einen Gnom hier gesehen habe, das vergesse ich vielleicht zu erwähnen. Danke. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Ich werde mir dafür morgen eine negative Bewertung in meine Akte schreiben. Guten Abend, Professor, und viel Glück. Er ist doch sehr kooperativ. Verriegele dich! Es darf niemand ins Büro kommen, hörst du? Puh. Das hätte ins Auge gehen können. Es ist eben doch nicht immer von Vorteil, Rattengröße zu haben. Nope. Dann würde ich sagen, ich beende jetzt hier die Folge. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao!